So. Wir haben zwar mit den Reifen auch erhöhten Verbrauch auf der Straße, aber ich werde jetzt nicht da hinten hin zurückfahren, nur um die Reifen zu wechseln. Alter, sind wir am Schlingern. Anhalten, anhalten, anhalten. Diese Reifen mit dem wenigen Luft ist echt. Nicht umkippen. Alter, nein, 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 nein. Du scheiß Drecksteil. Alter, das mit den Reifen hätte ich mir doch mal überlegen sollen. Sind wir hier auf der Straße festgefahren oder was? Wollte schon sagen. Oh, das ist eine enge Passage hier runter. Echt, hey. Boah, wir sind unten. Hoffentlich muss ich mit ihm nie wieder hoch. Na, einmal muss ich mit ihm auf jeden Fall wieder hoch. Da verkraut es mir schon. Ah, verdammt. Na. Mal direkt mit, da fahren wir jetzt auch mit beides rein, weil wir das auch nicht zu stark kaputt machen wollen. So automatisch. Ich habe den super abgestellt gerade. Ich da, ah, ich habe auch Licht. Gerade sagen, irgendwo muss da euer. Was ist das denn so dunkel? So.
Das ist die nächste Verdeckung. Mit 41 Meter bleiben wir auch hier im Gelände. Oh. Und ihr werdet auch schon mitkriegen, dass diese Karte wesentlich schwieriger ist als die letzte. Mal gucken, wenn ich direkt drauf zufahre. Klappt also nicht. Mal gucken jetzt noch mal. Na doch, wir versuchen das mal außen rum. Also hier hinten außen rum versuchen wir das trotzdem mal. Oh nee, ich muss wirklich. Mach mal das aus. Ja, sehe ich so nicht. Ein Berg rauf, würde ich sagen. Hier hätten wir nie stehen bleiben dürfen. Aber er bewegt sich langsam vorwärts. Wir hoffen, dass wir... Noch nicht. Na komm schon. Zentimeter für Zentimeter. Die Winde wird irgendwann reichen. Das muss halt reichen. Oh, immer noch nicht. Also wir müssen auch öfters mal auf die Farbe des Untergrunds achten. So. Oh, wir sinken direkt wieder ein. Oh. Hier kommen wir schon mal auf quasi so eine Stufe höher. Wir versuchen jetzt auch nicht stehen zu bleiben. Aber wir kommen hier hoch. Halt, selbst wenn wir nur langsam rollen, immer am Rollen zu bleiben. Weil da unten ist echt, das ist Moor, das ist Morast, das ist... Aber hier können wir was tun. Ja, wir müssen einfach nur geradeaus. Fahren hier links, weil da können wir außen rumfahren dann. Und da ist die Verdeckung auch schon. Und das war mal eine Verdeckung.
Handbremse. Hier ist eine gesperrte Werkstatt mit 4 Werkstattpunkten. Müssen wir die freischalten. Über uns ist Kraftstoff. Hier versuchen wir jetzt erstmal kurz hinzukommen. Das ist auch eine Verlängerung hiervon. Also müssen wir den Weg ein paar Mal fahren, also zweimal fahren, den Werkstattauflieger-Ding hin. Oh, das ist richtig morastig hier. Guck dir mal die Fläche an. Ganz gefährlich. Und das ist auf jeden Fall das nächste. Da ist dieser Standardholzgedöns. YouTube. Fahren wir mal da in die Richtung. Also erstmal so ein bisschen nach links. Die Werkstatt. Oh, die Werkstatt zu. Hier haben wir zum Glück wieder ein bisschen festeren Untergrund. Noch vielleicht 20 Fahrzeuge, die hier rumstehen. Ach, sind beides Typ, zwei Typ B130. Jetzt gucken wir doch mal gerade. Hier wechsel. Er hat Schaden. Er hat einiges an Schaden. Der Tankwagen ist mit 500 Litern voll. Er hat selber auch nicht mehr so viel. Der ist komplett im Arsch. Aber voll. Fahrzeugwechsel. Er hier auch komplett im Arsch. Sieht Anhänger aus. 600 Reparaturpunkte, damit kriegen wir ihn ja wieder fit. Und Kraftstoff haben wir auch hier drin. Das heißt, reparieren geht also auch. Das machen wir mit ihm hier auch. Reparieren. Aber der hat keine stützende Anhänger, ne? Okay, Fahrzeugwechsel. Den Typ A. Hier leicht ranfahren. Jo. So. Ganze Hintergrund, wieso ich das nicht mit seinem Dachkoffer mache, ist, den will ich mir natürlich aufsparen. Ist ja irgendwo auch logisch, dass ich ihn hier komplett sparen will. So, jetzt sind wir hier, die sind freigeschaltet. Wir fahren wirklich geradeaus strikt auf das weiter, weil mehr haben wir hier eh nicht. Oder ist das gar nicht die Werkstatt? Ach, das ist gar nicht die Werkstatt. Die Werkstatt ist hier hinten, weil der gucken wir natürlich auch nochmal kurz. Wir wollen den Zugang nicht mal uns betrachten. Also jetzt vorne ist in der Tat ein guter Parkplatz. So, da geht Straße durch. Straße ist an manchen Ecken leicht beschädigt.
die ist echt hier so ein bisschen beschädigt an den Ecken. Aber das geht, ist halt nur beschädigt, ne? Fahren wir jetzt hier rein? Ja, sieht gut aus, der Weg. Ach so, wir haben da gar nichts an. Alter. Mensch, Meier. Noch zu dumm zum Scheißen fahre ich ins Gelände, ohne die Sperren anzuhaben. So, jetzt mit allem muss er sich noch da durchfräsen. Ja, das schöne ganze Gelände natürlich kaputt gemacht dadurch. Halt! Hügel heißt das Gebiet. Hügel! Schön runter. Und da unten ist eine große Straße. Die fahren wir zu. Der will doch nicht wirklich, oder? Ne, der will, dass ich nach rechts. Das ist sehr gut, dass er das will. Die Straße gefällt mir zwar. Doch, da, die gefällt mir. Schön hier am Rand lang fahren. Da oben ist er. Verdeckung.
Audi, das kommt sogar hoch. Yay. Ich bin begeistert. Der Schmutzfänger ist auch schon leicht zerstört, aber das macht nichts. Oh, was haben wir denn hier oben? Holz ist hier hinten. Ich habe auch noch keine wilde Holzablagestelle gesehen jetzt. Also hier ist es immer durch diese Pünktchen im großen Stil markiert. Nee, hier sieht's ein bisschen sumpfig aus, aber... Von dem Ganzen noch nicht so begeistert gerade. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Fahr da raus, genau so. Der Männchen gemacht, der Kleine. Gut, dass es keine Schadenssimulation für die Aufhängung gibt. Ja, ich fahr mal darüber. Ich will unbedingt vermeiden. Verdammt! Vergesst alles, dass ich die kleinen Büsche nicht kaputt fahren kann. Presse ich dadurch. So. Was ist los? Okay. Gehen wir vorne spähen. Also hier gehen wir natürlich nicht durchs Wasser, aber alter Vater, da ist die Verdeckung. Gehen wir mal schön nirgends durchs Wasser. Können wir höchstens ein paar Fahrzeuge versenken, dass wir dann durchs Wasser kommen, ja. Das Einzige, was ich machen kann, ist am Wasser langfahren. Das ist echt viel zu tief. Guck mal, wie steil das da runter ist. Das ist ein reißender Fluss. Da versenke ich das Ding. Also. So. Was für eine kleine Drehung. Versuchen wir ein bisschen so an dem Fluss lang zu fahren. So, also ich muss hier erstmal wieder vernünftig positionieren, die Kamera. So. Ja, ein bisschen durch. Schlinge. Ja. Sieht zwar da besser aus, aber besser. Im Vergleich ja, aber nicht fahrbar. Oh. Also der Baum macht keine Probleme mehr. Oder doch? Doch, er macht noch Probleme.